Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Ja, hier ist der Danny, heute wieder mit dem Robert. Hallo Robert. Juhu, bin auch wieder da. Hallo schon an alle Zuschauer. Ja, nebenbei habe ich noch meinen Brummbär mit, der immer noch seine technischen Probleme hat. Hallo Basti. Hallo. Ja, ich hoffe, dass man uns jetzt mal ein bisschen besser versteht, also zumindest meine Mitfahrer. In der letzten Aufnahme, die habe ich ja wieder löschen können, ist es nicht so ganz funktioniert und wir machen unsere Rundreise heute als erstes, also ist der erste Part heute. Normalerweise hätte ich schon 8. fertig, aber gut. Ich muss jetzt hier raus, ich mache gerade hier die Tankstelle zu. Jo, wir fahren mal los. Denk dran, links raus, nicht rechts. Ja. Bei mir ist ja auf der linken Seite alles frei, weil da stehen sie gerade mal irgendwie im Stau, warum auch immer, weil der Scania hier an der Tankstelle nicht weiterfährt. Ja. So, jetzt muss ich aber erstmal überlegen. Bin ich jetzt hier richtig? Lull. Wenn du aus der Tankstelle rausfährst, vorne links. Was ist bei dir vorne? Dort, wo du, wo die LKW-Parkplätze sind, fährst du doch raus, ne? Ne, ich bin auf der anderen Seite rausgefahren. Gut, danke. Auf jeden Fall nicht zurück durch das Geschlängelte. Moment, da gucke ich jetzt mal kurz auf die Karte. Muss immer sein. Wir fahren Richtung Toulouse. So viel Zeit muss sein hier. Ja. Ja, ich bin richtig. Das hätte ich gar nicht öffnen müssen. So, kann weitergehen. Ich bin schon ein Stückchen weiter gefahren. Ja, stand jetzt mal kurz auf der Wiese, aber das macht er jetzt ja nicht. So. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, also wir werden halt mal gucken, was wir so Schönes finden hier. Und, wo bist du denn jetzt überhaupt? Immer noch auf der Landstraße, kurz vor der Autobahn. Jetzt hier rechts ist ein großer Bauernhof bei mir. Moment, so weit bin ich noch nicht. Werde ich mal anhalten. Obwohl, warte mal. Wir können sogar mal hier reinfahren zum Bauernhof. Wenn du den Bauernhof siehst, geht's rechts die Straße rein. Ich muss jetzt gerade durch den Wald. Ist das richtig? Ja, ja. Gut. Wenn du den Bauernhof siehst, dann ist dann mal eine Einfahrt zu einem Dreckeinfahrt. Da kannst du reinfahren. Da können wir drinnen dann mal umdrehen. Da kann ich auf dich warten, nämlich. Ah, oh, müssen wir mal gucken, wo hier ein Bauernhof. Ach, hier kommt ein Bauernhof, ja. Da kannst du auf so einen Dreckweg reinfahren, da bin ich jetzt gerade reingefahren. Okay. Muss ich erstmal ein bisschen langsamer fahren hier? Ach hier, ja. Und da reinfahren oder wie? Kannst du reinfahren, ja, da stehe ich gerade kurz mal drin und warte auf dich. Okay. Ja, ein paar Pferde sind sogar hier. Ja. Moment, ich muss mich erstmal hinstellen. So, dann werden wir mal aussteigen. Wir haben ja unsere Drohne wieder mit. No. Ach, hier. War nicht schlecht gemacht hier mit den Pferden. Also, nö, ist nicht schlecht. Erstmal so hinzubekommen. Aber jetzt bin ich gerade unter dem Pferd hier, genau am, ja, am Arsch. Lol. Mein LKW bewegt sich weg! Hilfe! Ja, komm, wir fahren weiter. Hier ist ja nicht aufregend zu sehen, oder? Ah, ich hätte bloß vergessen, die Handbremse anzuziehen. So, dann fahren wir mal wieder raus hier. Ja. Lass mal gleich rauskommen. Hast du denn nur mal mit deinem Betrieb geredet? Nein, ich komme heute noch gar nicht dazu, weil ich habe heute den ganzen Tag mich mit den Videos beschäftigt. Ich hatte die konvertiert, habe die alle nacheinander hochgeladen. Also bis 16 Uhr war ich nur am Hochladen. Okay. Dann hatte ich auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Ha. Also das machen wir dann, mache ich dann morgen oder übermorgen. Wie gesagt, morgen habe ich allerdings auch die Prüfung. Also da muss ich ja auch noch. Ach ne, eben, war ja auch was.
Richtig. Oh, die Ampel ist noch grün. Warum gebe ich denn kein Gas? So, also ich stehe jetzt fast im Stau hier an der Ampel. Ja, ich warte dann in Toulouse auf dich, ne? Jo. Warte mal da, da können wir nämlich mal eine schöne Pause machen. Können wir uns mal Toulouse angucken. Toulouse ist nicht viel auffälliges Neues oder so. Ich glaube, wir fahren lieber dann noch ein Stück weiter, weil wir kommen ja dann auch zum Meer. Ich glaube, da ist dann mehr zu entdecken. Ja, mehr, ne? Auf jeden Fall sollen wir dann langsam mal den nächsten Parkplatz zu, weil es wird schon langsam wieder dunkel. Man sieht dann schon nichts mehr. Warum dunkel? Ich hab's gerade mal 11:15. Mittags. Mittags. Okay, bei mir ist... Ach nee, 18:30, 18:30. Gut, alles klar. Bei mir ist 19:30. Okay, also ich hab noch genug Zeit. Da würde ich mal sagen, da tun wir hier mal in der Werkstatt, nee, oder in dem Hotel mal schlafen gehen. Hm. Du ja direkt dran vorbei an den Schlafplatz, an dem Hotel. Auf der linken Seite ist das dann, da stehe ich dann. Ja. So, ist das an der Werkstatt der Schlafplatz? Weiß ich. Auf jeden Fall, du kommst dran vorbei, das ist schon mal klar. Aber ich habe zumindest einen Vorteil, wenn man nochmal auf das Twitch zurückkommt, ne? Das Video wird veröffentlicht, also ich kann mir das Zwinchen noch angucken. Ja, genau, hier ist ein Hotel, da kann man dann schlafen gehen. Okay, ich denke mal, das ist Toulouse jetzt hier. Wenn ich an so einen Kipper jetzt vorbeifahre. Nicht an so einen Betonmischer. Ja, und da kommst du ja jetzt gleich an ein Hotel vorbei nach dem Kreisverkehr und da musst du reinfahren, da bin ich dann. Okay. Ja, jetzt wie gesagt, also mir ist das heute Nacht nochmal durch den Kopf gegangen. Ist ja wieder sehr spät geworden, muss ich dazu sagen. Also ich hatte letzte Nacht 4 Stunden Schlaf. Aber heute wird es ja nicht so lange wie gestern. Nee. Also bin das ja langsam gewohnt hier, aber von früh um 5 bis früh um 8, so ein bisschen, doch ein bisschen wenig, ne? So, hier ist ein Kreisverkehr, sehe ich. Okay. Genau. Ich habe heute noch nicht mal geschafft, eine Runde The Forest zu spielen, du. In der Port of Zinem. Das muss ich heute auch noch machen. Ich habe heute noch voll zu tun. Glaub's mir nicht. So, jetzt hier halten, hä, an den Hotel oder wie? Kannst du reinfahren, da gehe ich jetzt schlafen, nämlich damit es wieder hell wird drin hier. Kann ich da überhaupt drehen? Da kannst du drinnen drum drehen, da ist genug Platz. Da kennst du doch mein Klick. So, 5:44 Uhr, das ist ja schon mal gut. So, Moment, ich muss erstmal Motor ausmachen. So, bei mir ist es gerade 4:04 Uhr. Lol. Mitten in der Nacht. Hier drinnen gerade erstmal eine Runde drehen, dass ich wieder. Soll ich jetzt nochmal eben mal machen, oder wie? Nee, lass so, 4 Uhr ist okay. Wird so dann gleich wieder hoch zu hell bei dir. Wenn wir dann spätestens auf der Autobahn sehen, wird es dann langsam hell. Wenn du das sagst, machen wir das hier. So. Gut. Also das mit dem Robert, ne? Das kam nicht von mir. Kam vom Adi. So, ich bin jetzt schon wieder rausgefahren aus dem Hotel hier. So, ja, ich fahre jetzt auch gerade zum Kreisverkehr. Muss mal das Licht anmachen, Mensch. Bin ja ein böser Junge. Upsa. Hier muss man ja gleich links an der Ampel, da kann ich auch gleich links rüber. Ich muss warten. Nee, ich muss auch nicht warten. Nee, ich habe jetzt auch grün, siehst du. So, als wie gesagt, also Twitch brauchen wir bei mir erstmal nicht zu denken. Das tut mir echt leid, aber das schafft meine Leitung nicht. Oh, willst du meine haben? Ich kann leider auch nicht keine angucken.
Das schafft er auch nicht. Danny, wir können ja tauschen. Du kriegst meinen Rechner, ich krieg deinen Rechner, dafür kriegst du meine Leitung. Das ist ein ganz schlechter Tausch. Finde ich nicht. Hab ich mir keine 30.000 Leitung machen können, ne? Aber ich merke zumindest, dass ich hinters Auge bohren werde. So, also wir fahren jetzt auf der Autobahn, ne? Ja, wir fahren jetzt auf der Autobahn hier vorne. Dann machen wir das auch hier. Oder so weit vorne? Naja. Ich mach ein bisschen Gas. So, ich lade schon mal den nächsten Tag von meiner Russland-Tour hoch. Ach so, Basti, hab ich mir angeguckt, ne? Aha. Ah. Du schaust dir meine Let's Plays an? Ja, warum denn nicht? Wenn ich Zeit finde, gerne. Wenn du Zeit findest. Meistens mach ich das immer so kurz, bevor ich einpenne. Klingt wohl jetzt ein bisschen bekloppt, aber ich mache das meistens immer so kurze und jetzt schön. Dann geht das. Ja. Null. Jetzt haben wir schon mal so eine schöne Mautstelle hier. Ja, bin ich gerade durch. Ich auch. So, wie gesagt, also irgendwie ist mir gerade das Flöchen gegangen, was ich eigentlich sagen wollte. Wir machen jetzt ans Meer, ne? Wir fahren dann auf jeden Fall am Meer vorbei, das ist aber noch ein Stück hin. Ja, hat man ja gestern gesehen, ne? Also ihr seht das ja nicht, aber ihr könnt es gerne bei Robert angucken. Die lange Strecke hier. Die Autobahn, die nie aufgehört hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, seine Vor- und Nachteile, ne? Oh, übelste Granate, ey, das Ding hat sich gezogen. So, bei mir sieht man vorne jetzt direkt schön den Sonnenaufgang entgegen. Schade, dass wir nicht am Meer sind, das wäre, glaube ich, noch schöner gewesen. Aber schauen wir mal, wann das näher kommt. Das müsste dann so bei. Ja. Marseille, so in der Richtung sein. Da kommen wir ja sowieso jetzt dran vorbei, weil wir fahren jetzt erstmal bis Genova hier Italien rüber und dann fahren wir sowieso noch weiter, weil wir wollen ja dieses Rockkonzert mitnehmen. Ja, unbedingt. Also ich habe sogar Karten. Bei wie vielen Minuten sind wir denn jetzt schon? 13. Ja, haben wir noch gute 10 Minuten. Also in der halben Stunde machen wir. Ja. Also 25 ist okay. Ja, ich habe es nämlich gestern wieder gemerkt. Und es tut mir leid, ich möchte gerne mehr hochladen, aber das liegt wahrscheinlich wieder an meiner Verbindung, wie immer. Wir nehmen immer halbe Stunde auf. Das seid ihr von mir nicht anders gewöhnt. Ihr kennt das ja. Und das reicht locker aus. Das kann man sich auch mal in der Mittagspause angucken. Lol. Bist du hier schon an der Tankstelle vorbei? Ja, fahr ich gerade vorbei. Okay. Also ungefähr gleich. Ja. Ja, eine gute 90. Ich bin jetzt hier gerade schon wieder auf der linken Spur, weil ich am überholt bin. Hat jemand von euch The Forest? Nee. Also ich nicht. Das ist schade, weil das geht nämlich auch als Multiplayer. Bitte ich hab so 50%. Bitte Survival zu zweit oder zu dritt. Keine Ahnung, wie viele Leute da drauf können. So, jetzt müssen wir auch schon wieder. Und zwar bleiben wir gleich auf der linken Spur, weil wir sowieso gerade durch müssen. Und was steht hier an dem Schild dran? Ich habe es jetzt noch nicht lesen können.
Marseille. Ja, wir müssen ja nach Marseille, ne? Richtig. Mal gucken, jetzt müssten wir ja so langsam bald mal am Meer sein, weil jetzt fahren wir ja schon mal die Autobahn lang an der Küste. Das ist ja auch wieder mal so eine schöne Auffahrt hier, wo der Danny mit seinen 155 schon hängen geblieben war. Nicht nur ich. Sag mal jetzt keine Namen, ne? Innerlich hat es mich so gefreut. Lol. Ist aber ein geiler Berg hier. Ja, wir müssen mal gucken jetzt so langsam. Mal uns mal so ein bisschen rechts halten, dass wir mal zum Meer gucken können. Scheiße, auf dem Bockplatz sieht man es noch nicht, ja? Nee. Wir müssen noch ein Stück vorfahren. Es ist auf jeden Fall, es gibt einen Rastplatz, der ist schön am Meer gebaut. Also da ist jetzt auch wieder die Frage, wo der gleich war, auf welcher Autobahn. Aber ja. Wir werden es sehen. Würde ich jetzt sagen. Also ich würde es sehr, sehr cool finden, wenn wir hier das Multiplayer-mäßig zocken könnten auf der TSM-Map. Lasst mich ausreden. Ich weiß, dass das noch nicht möglich ist, aber wenn das irgendwann mal möglich ist, dass man hier sich einen Einzelserver erstellen kann und dass man mal sagen kann, ja, man fährt zu zweit hier im Doppelpack, man sieht den anderen sogar, wäre das vielleicht noch ums Dreifache cooler. Ja, das stimmt schon, aber ob es das jeweils mal geben wird, oder das Geilste, oder hier, du, einer ist Beifahrer und einer ist Fahrer und man fährt bei ihm in LKW mit. Das wäre geil. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also es gibt da noch genug Ideen. So, man sieht hier, Autobahn zieht sich auch mal wieder ein Stück in die Länge. Bei mir ist auch gerade richtig viel Verkehr los. Nö, bei mir gar nicht. Also bei mir ist fast die Autobahn leer. Hast du es vorhin so gesehen mit der Polizei hier? Wo der hier die Polizei gerammt hat? Na, ich hab's bloß blinken sehen, aber das Ramm habe ich jetzt selbst nicht gesehen gehabt. Stimmt das, dass auf der Rumänien-Map sich sogar die Polizei anhält? Dass das solche Kontrollen gibt. Anhalten tun sie dich ja nicht, aber es gibt halt solche Kontrollen. Ich war zwar jetzt schon in Rumänien gewesen, ich habe da aber jetzt nicht so wirklich drauf geachtet. Könnte sein, ja, aber ich habe jetzt nicht wirklich so drauf geachtet. Wenn ich das nächste Mal dahin fahre und mal ein Video wieder mache, dann. Oder weißt du, was vielleicht auch cool ist? Die BAG hier. Solche BAG-Kontrollen. Das könntest du zum Beispiel, könnten die Mapper als Festeinbau machen, aber ob es das mal geben wird. Ja, es wäre halt realistisch. Weil wir fahren ja immer noch mit Fahrerkarte, denke ich mal. Ja, lass mich mal da links rüber. Oh ja. Gut, den Bus habe ich jetzt zu spät gesehen. Shit, warum bremst denn der? Jetzt ist hier Stau gewesen. Jetzt bin ich voll drauf gesäbelt. Na, hier ist eine Baustelle. Ja, ich bin voll drauf gesäbelt auf jemanden. Da fährst du nur mal zu hier vorne mit deinem Scheißding. Oh, jetzt fährt er los, ey. Ey, hier rollt er ganz schön zurück. Was war das? Was steht hier für ein PKW drinne? Ist das bei dir gewesen? Oder ist es gerade mal bei mir? Ich bin jetzt hier aus der Mautstelle wieder raus. Ja, Moment, ich fahr gerade erst. Nein. Irgendwie fahren die alle, wie sie wollen. Ich stehe gerade im Stau vor der Mautstelle.
Ich bin schon wieder auf der. Fahr mal bitte langsamer, weil ich stehe hier gerade im Stau vor der Mautstelle. Ich glaube, hier vorne kommt ein nächster. Ah, ja, mal den nächsten, nee. Nächsten Parkplatz fährst du mal raus. Ist gut. Was? 41 Euro? Boah. Ist ja auch ein bisschen hübsch. Ah, hier vorne kommt die nächste Mautstelle. Da bleibe ich dann gleich nach der Mautstelle stehen. Ich glaube, da würde ich sagen, machen wir da. Weißt schon, ne? Ja. Genau, sind ja schon wieder in der Zeit. So, lässt du mich nochmal rein hier mit deinem Ding. Und was macht das Wetter bei euch bald? Wunderbar sonnig, 20 Grad. Weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Robert. Oh, bis jetzt noch. Ja, auch schönes Wetter, aber bewölkt gerade ein bisschen. Mit einer Mischung zwischen blauer Himmel und Wolken. So, ich stehe jetzt schon auf dem Parkplatz, okay. Damit ich hier nicht so lange weiterhin aufnehme. Bei mir, weil Danny ist ja noch unterwegs bis hierher, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge dann, wenn Danny auch wieder angekommen ist. Ich verabschiede mich schon mal hier von meinen Zuschauern und auch von Danny und von Basti. Ja, alles klar. Ich bedanke mich. Jo, Schüsseli. So, bei mir geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Ich stehe im Parkplatz schon. Ich werde jetzt hier gleich reinfahren. Und hier guckt Clara raus, Mensch. Sonne pur. Schon 22 Grad. Und wir bleiben jetzt immer gleich vor der Mautstelle stehen, oder? Ja. Ja. Ja, und dann würde ich jetzt auch sagen, machen wir Cut für heute. Das war ein schöner Part und ich bedanke mich beim Basti. Bitte, bitte, Danny. Und ja, genau, und beim Robert. Und wir streiten dann weiter irgendwann. Bis zum Meer hier im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo oder einen schönen Kommi. Ich bedanke mich. Make the streams louder.